Es geht um den Stadionstreit zwischen dem KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf. Uerdingen hat eine neue Heimat gefunden, die wird in Düsseldorf sein, aber es wird nur ein Gastspiel für eine Saison. Und das ist auch gut so. Der KFC Uerdingen ist mal wieder auf der Suche nach einer neuen Spielstätte. Das Stadion in Krefeld wird zurzeit umgebaut, muss tauglich gemacht werden für höhere Aufgaben im Fußball. Und bisher war es halt so, dass Uerdingen in Duisburg eine Zwischenlösung gefunden hat. Man hat mit dem MSV Duisburg bzw. der Betreibergesellschaft des dortigen Stadions keine Einigung auf eine Verlängerung gefunden. Über Umwege und ein paar Mittelsmänner ist man dann schließlich hier in Düsseldorf gelandet. Ob das wirklich eine geeignete Spielstätte für den KFC Uerdingen ist, er spielt ja jetzt zurzeit in der dritten Liga und es schaut nicht danach aus, als ob der Sprung zumindest in dieser Saison in die zweite Liga glücken könnte. Und dann hat man halt, wie gesagt, einen Drittligisten, der in der Arena in einem riesengroßen Stadion spielt. Wie viele Zuschauer werden kommen? Das Fassungsvermögen der Arena ist wirklich sehr, sehr groß und ich glaube, da werden doch dann sehr, sehr viele bunte Sitze zu sehen sein. Also das Stadion von Fortuna Düsseldorf ist die Spielstätte von Fortuna Düsseldorf. Es ist eben nicht das Eigentum von Fortuna. Man ist da Hauptmieter, sehr, sehr wichtiger Mieter, natürlich, klar. Es gibt keinen Exklusivvertrag bislang. Das bedeutet natürlich theoretisch im Rahmen, wie es die Betreibergesellschaft D-Live so nett ausgedrückt hat, der Nachbarschaftshilfe. Es ist natürlich eine mögliche Option, dass man sich andere Vereine auch in dieses Stadion holt. Ein Fußballstadion, das ist das Wohnzimmer für jeden Fußballfan und in sein Wohnzimmer lädt man sich eben nicht jeden ein. So lächerlich das vielleicht für den klingen mag, der nicht so oft in ein Fußballstadion geht, so ist es eben für viele Fans ein Fußballstadion. Die haben da sehr, 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 sehr enge Verbindungen mit und man möchte nicht einen anderen Verein dazu einladen, das so ohne weiteres mit ihm zu teilen. Der KFC Uerdingen hat nicht mit offenem Visier gespielt und Fortuna mit ins Boot geholt. Hätte man sich von Anfang an auf Augenhöhe miteinander unterhalten, wäre das ganze Theater sicherlich anders zu moderieren gewesen. Fortuna Düsseldorf ist ein Verein, der vom Flinger Bruch kommt. Der kommt aus einem Arbeiterstadtteil. Die sind umgezogen jetzt in die Arena, in eine sehr, sehr sterile Umgebung eigentlich und sind seit Jahren auf der Suche nach einer eigenen Identität. Es gibt schon Probleme, die damit anfangen, dass man eigentlich nicht Wandbemalungen im Fortuna-Look so ohne weiteres da am Stadion anbringen darf. Da tut es natürlich in dieser aktuellen Phase, in der Fortuna jetzt in der Bundesliga, so scheint es, Fuß fassen kann, doch nicht gut, dass man dieses Stadion so ein bisschen emotional teilt und noch einem anderen Verein zuschlägt. Das Marketing von Fortuna weiß, dass es jetzt ungleich schwerer wird, dieses Stadion wirklich als Heimat auszumachen und deswegen ist das ein Prozess, wo die nicht unbedingt Lust zu haben, jetzt einen Untermieter zu akzeptieren. Der neue Vertrag, den Fortuna mit der Betreibergesellschaft D-Live schließen wird, der wird eben genau dieses Thema auch beinhalten, Exklusivität. Es wird dieses Übergangsjahr für den KFC Uerdingen in Düsseldorf geben, aber das war's dann. Danach wird nur noch Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, in der Arena spielen. Und es würden jegliche andere Anfragen nur noch möglich sein, wenn Fortuna seine Zustimmung gibt.